Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem neuen Top 5 Lieblings-Pokémon Video. Und zwar hatte ich schon mal Feuer gehabt, ich hatte schon mal Wasser gehabt. Was passt da nicht besser als Pflanze? Und bei Pflanze habe ich mir echt lange Gedanken gemacht, weil Pflanzen-Pokémon, also Platz 1 stand sofort da. Aber ich fange jetzt erstmal an. Platz 5 ist ein Pokémon aus der 4. Generation. Ein Pokémon, was ein legendäres Pokémon ist. Man nennt es auch Shaymin. Shaymin ist ziemlich cool. Es ist einfach so eine kleine süße Pflanze und es ist einfach süß, okay? Es ist einfach süß. Und was ich halt an diesem Pokémon mag, es ist nicht nur im Competitive gut nutzbar, es ist einfach, ja, wie gesagt, es ist einfach süß. Und vom Aussehen abgesehen, ist es halt auch noch so mystisch, weil es in der 4. Generation, ich meine in diesem Blumen-Dings da, also da in bei Flori, konnte man das nur irgendwie fangen oder so, mit irgendeinem so Item oder so, was halt auch nur zu der Zeit schwer zu bekommen war, dachte ich. Und die 4. Generation war meine 3. Generation, die ich je gespielt habe. Und Shaymin ist halt ein super cooles und süßes Pokémon. Und es muss einfach mit dabei sein. Deshalb. Aber Shaymin stand erst auf, noch nicht mal auf der Liste, weil auf Platz 5, was sich jetzt aber auf Platz 4 vorbereitet hat, ja, das ist Kabutoro. Kabutoro ist mein Platz 4, weil es war mein allererstes Pokémon in der Sun and Moon Competitive Reihe. Damals hatte ich noch nichts zum Gen oder irgendwie noch ein Ditto, wo ich nicht züchten konnte oder so. Und ich habe einfach mal im GTS nach einem Kabutoro gesucht, was auf Level 100 war. Und ich hatte da noch mein Lunala. Ich habe das dafür eingetauscht und hatte dieses Kabutoro da extra trainiert, was es halt jetzt ist. Was halt immer noch da ist. Und Kabutoro ist einfach ziemlich cooles Pokémon. Ich meine, es hat die Durchschlagskraft. Es ist einfach stark. Es haut einfach rein. Ich meine, also im Competitive gibt es halt fast keine Switch-ins in einen Holzhammer oder auch Hornleech. Also, Holzgeweih. Es ist einfach ein ziemlich starkes Pokémon mit dieser geilen Fähigkeit, die gut nutzbar ist und auch ziemlich stark ist. Also, ja. Kann man halt gut mit sowas wie Magiana oder sowas spielen. Aber was ich halt an diesem Pokémon liebe, ist einfach dieses, ja, dieses irgendwie schon Gangsterhaftige, weil Kabutoro wird ja viel mit Red Bull in Verbindung gebracht und es ist einfach lustig, denn dieses Pokémon passt halt irgendwie gefühlt wirklich dahin, als hätte sich Nintendo zu der Zeit ein Red Bull reingehauen und er hat dieses Pokémon erstellt. Aber trotzdem ist es ein wirklich sehr, sehr cooles Pokémon und es gefällt mir einfach. Es ist halt auch wieder so ein mystisches Pokémon. Generell mag ich diese mystischen Pokémon, ja. Und ja, es ist einfach cool und es basiert halt auch auf dem Stier, wie man sieht. Und Stiere mag ich auch generell und deshalb ist es ein cooles Pokémon. Und jetzt kommen wir auch schon zu Platz 3. Platz 3 ist ein Rotom. Und zwar Rotom Cut oder auch Rotom Mow oder Rotom Rasenmäher oder Rotom Pflanze. Dieses Pokémon ist einfach ziemlich cool. Ich meine, es ist zwar jetzt nicht irgendwie was krasses, ne, aber hallo, es ist ein fucking Rasenmäher. dieses Rotom Wash und sowas ist ja alles schön und so, aber Rotom Cut ist, ist meiner Meinung nach sogar noch das kreativste. Es ist einfach ein fucking Rasenmäher, okay? ja, wahrscheinlich haben die zu viel Weed geraucht, Nintendo, und haben dann sich an Rasenmäher erinnert, wo sie dann das Weed genommen haben und konnten dann halt dieses Pokémon erstellen. Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, es sieht einfach so cringy aus und ich liebe es einfach. Es ist so ein geiles Pokémon und allein, weil es einfach so behinderte geil aussieht, ja, muss es einfach mit dabei sein. Und ich meine, guckt euch dieses Lächeln an. Guckt euch dieses fucking Lächeln an. Es guckt euch einfach an und ihr denkt euch so, wisst ihr, es ist einfach ziemlich geil. Ziemlich fucking geil. Aber egal. Es ist einfach schön, dieses Pokémon zu sehen, dass halt auch Pflanzen-Pokémon cringe sein können. Und ja, natürlich mag ich auch die meisten Pflanzenstarter.
Venusaur, also auf Deutsch Bisaflor, jetzt nicht so. Oder auch Meganie, mag ich nicht so. Aber in der fünften Gen gab es dieses andere Pflanzen-Pokémon, was an diese Schlange erinnert. Und zwar ist es nämlich Serpiroyal. Serpiroyal ist einfach so ein Götter-Pokémon. Also es ist halt royal und man... es ist halt auch im Pokepark oder Pokepark oder wie dieses Spiel heißt, als Königin dargestellt. Und für mich erinnert es auch einfach an so eine Königin-Schlange, die halt so ein Volk anführt. Und genau das mag ich an diesem Pokémon. Es ist einfach so majestätisch. Ich meine, wenn man das mal zum Beispiel in Gen 5 sieht, Serpiroyal ist halt immer so majestätisch. Ganz einfach. Und deshalb liebe ich dieses Pokémon. Es ist einfach stark. Es zeigt einfach, dass diese fünfte Generation einen Anführer hat. Und das ist Serpiroyal. Und es ist nicht nur ein schönes Pokémon, es ist eine Schlange. Und ich mag Schlangen-Pokémon. Die sind einfach so cool. Also ich mag jetzt kein Onix oder so, aber Schlangen-Pokémon sind auf jeden Fall richtig coole Pokémon. Und Serpiroyal, es erinnert mich einfach immer wieder an so ein majestätisches Schlangenviech. Egal. Aber das beste Pflanzen-Pokémon ist aus der dritten Generation. Und Leute, es ist fucking Reptane. Jungs, das ist das geilste Pokémon der Welt, Mann. Also von den Pflanzen-Pokémon. Ich meine, die fünfte Generation ist meine absolute Lieblingsgeneration, deshalb ist auch Serpiroyal, ne? Aber Reptane. Es gibt da so ein bisschen Nostalgie, denn meine allererste Generation, die ich je in meinem Leben von Pokémon gespielt habe, war die dritte Generation. Und dort habe ich Gigapo genommen. Und da war ich noch 5 oder 4, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und ich habe Gigapo genommen, ich konnte nicht lesen. Ich habe dann gesehen, wie es sich zu diesem Pokémon namens Reptane entwickelt hat. Und ich habe es geliebt. Ich habe es so hart fucking nochmal geliebt. Es ging einfach nicht mehr. Dieses Pokémon, es sieht so fucking geil aus. Junge, es ist einfach wie so ein Bandit. Und noch mehr Sympathie-Punkte hat es dazu bekommen durch Pokémon Mystery Dungeon. Denn da war es das böse Pokémon. Oh, was? Also es war erst böse und hat man dann ja gesehen, dass es eigentlich nur helfen wollte, dass Wirfinst und die Algar besiegt werden. Das war richtig geil. Aber davon abgesehen. Reptane ist einfach ein cooles Pokémon. Und durch diese ganzen Sachen, also Nostalgie und Pokémon Mystery Dungeon, ist dieses Pokémon einfach ein verdienter Platz 1. Und ich werde es immer lieben, weil es ist einfach fucking Reptane. Und ja. Aber nicht nur davon abgesehen, dass Reptane diese ganzen Punkte hat. Wie gesagt, es ist einfach auch wieder sowas Kreatives. Es ist ein Gecko mit so einem Blatt. Habt ihr jemals ein Gecko mit einem Blatt hinten sehen? Ich denke nicht. Und das mag ich einfach an Reptane. Das sind alle meine Top 5 Pokémon. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie was Atemberaubendes, also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Top 5 Lieblingspflanzen-Pokémon sind. Das würde mich sehr interessieren. Und ob ich nochmal vielleicht weiteren Teil von Top 5 Lieblings-Pokémon drehen soll, würde mich auf jeden Fall auch wieder interessieren. Und deshalb bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.